Hallo da draußen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute kommt endlich der zweite Teil der Mini-Action-Haul, wo ich jetzt endlich diese Stifte testen werde. Schauen wir es uns mal kurz an. Wir haben hier drinnen 18 Stifte mit ergonomischem Design. Hier sind auch die Farbnummern drauf. Ja, neue Farben, Dreieckform. Verwenden Sie einen normalen Spitzer? Okay. Ja, einen unnormalen kenne ich jetzt eh nicht. Also, weiß ich nicht. Kann trocken oder mit Wasser verwendet werden. Brush not included. Gut. Ja, ich würde sagen, lang genug geredet. Wir haben ja schon das letzte Mal ein bisschen über diese Stifte gesprochen. Es ist jetzt endlich Zeit, dass ich sie ausprobiere. Ich werde jetzt ein paar Swatches machen, um mal zu sehen, was die jetzt so können. Weil ich da wirklich schon gespannt bin jetzt. Jetzt habe ich sie schon lange genug zu Hause, jetzt will ich sie endlich testen. Los geht's! Ja, ich verwende wieder dieses Twin Sketchbook, das ich mir damals geholt habe. Skizze habe ich schon eine gemacht, und zwar diesen Pilz möchte ich damit gerne ausmalen. Aber wie gesagt, zuerst ein paar Swatches. Dann sehen wir uns die guten Stücke mal an. Na. So. Der erste Eindruck zählt. Entschuldigung für das Hintergrundgeräusch, der Geschirrspüler läuft. Ja. Machen auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Nehmen wir mal einen raus. Ja, was gibt's zu sagen? Premium-Qualität Decodyme 119. Ich nehme mal an, das ist die Farbnummer. Ja, 119. Das finde ich eigentlich schon ein gutes Zeichen, dass hier die Farbnummer drauf ist. Sie sind hinten gedippt. Das finde ich auch super, weil dadurch die Mine geschützt ist. Da sind sie bruchsicherer. Man kann angeblich schon erkennen, um welche Farbe es sich handelt. Nur da muss man schauen, ob dieser Ton wirklich der Ton ist, den der Stift hat. Vom Holz her sieht ganz in Ordnung aus. Ja, also, was soll ich sagen? Für den Preis ist das schon okay. Die Mine sitzt nicht so schlecht, finde ich. Ja, zuerst werde ich mal testen, wie sie sich anspitzen lassen. Natürlich mit einem ganz normalen Spitzer. Nehmen wir gleich das Grün. Fühlt sich gut an. Funktioniert. Ich meine, man sieht hier schon beim Holz die Defizite. Aber er ließ sich anspitzen, er ist nicht abgebrochen. Was will man für diesen Preis mehr? Schauen wir mal, wie die Qualität der Mine so ist. Ja. Es bröselt ein bisschen, aber von der Pigmentierung her ist okay. Er ist jetzt nicht butterweich, aber er ist auch nicht steinhart. Es ist okay. Probieren wir mal dieses helle Grau. Achso, die Farbgebung. Ja, na, da gucke ich jetzt nochmal. Ja, fühlt sich gut an. Ja, der ist auch vom Holz her jetzt viel schöner. Da ist jetzt nichts so kann man das sehen? Weil bei dem Grünen, den ich gerade angespitzt habe,
Sieht man, dass hier ein Holz weggebrochen ist? Und bei dem hier ist es sehr schön. So. Ja. Also von der Pigmentierung her, für diesen Preis finde ich sie wirklich okay. Die Farbe stimmt jetzt allerdings nicht überein. Also da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man sich so eine Farbkarte macht, damit man auch letztlich wirklich weiß, wie die Farbe so ist. Das Schwarz, das interessiert mich natürlich auch sehr, ob es jetzt schwarz ist oder nur ein dunkles Grau. Lässt sich auch super anspitzen. Hier ist auch nichts, ja, ein bisschen, aber ist okay. Wir wollen hier bei dem Preis mal nicht so sein. Ja, okay. Ja, schwarz ist es schon, aber die Mine ist hier ein bisschen, kratzt das Papier ein bisschen auf. Aber es ist, ja, die Mine ist irgendwie, kratzt hier. Es ist okay. Es ist schon recht dunkel, es ist okay. Ja, es ist okay. Ich schaue jetzt noch hier rein. Ja. Da bin ich auf diese Farbe jetzt gespannt, weil ich ja einen Fliegenpilz machen möchte. Ist ja diese Farbe nicht uninteressant, ob das irgendwie ein bisschen so ein Rot rankommt. Gutes Spitzgefühl. Hier ist das Holz auch wieder relativ okay. Also, ja. Der Farbabrieb ist wirklich nicht schlecht. Sie bröseln halt ein bisschen, aber das kenne ich auch von etwas teureren Stiften. So ist es ja nicht. Jetzt würde mich noch interessieren, ob man sie ineinander gut verblenden kann. Ich nehme jetzt mal so ein Gelb. Ja, Spitzgefühl ist wirklich okay. Ah, der ist auch wieder wirklich relativ schön. Hier ist ein bisschen eine dunkle Farbe in der Mine. So, ich nehme jetzt diesen gelben und diesen kräftig orangen. Dann sehen wir mal. Also bröckeln tun die schon sehr, aber gut. Ich weiß ja nicht. Ich würde sagen, ich probiere das Ganze jetzt mal mit Wasser, denn das sollen die Stifte ja auch können. Dann schauen wir mal, ob sie es können. Ich habe mich jetzt wieder für die klassische Variante entschieden mit Pinsel und Wasser, weil dieser Wassertankpinsel, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das meins ist. Also so richtig gut löst sich hier jetzt die Farbe nicht. Vielleicht, wenn ich ein bisschen mit weniger Druck. Ich finde auch übrigens die Dreiecksform echt toll, weil runde Stifte, die rollen dir einfach immer wieder davon. Das finde ich schon mal gut. Ja, ich weiß nicht. So richtig gut vermalen lassen sie sich jetzt nicht, finde ich. Ich probiere es jetzt nochmal hier oben.
und man da den Übergang ein bisschen verblenden kann. Ich weiß nicht, ob es am Papier liegt. Kann natürlich auch sein, dass es an diesem Papier liegt, dass das nicht so gut funktioniert. Wo ich mir aber schon gedacht habe, dass das Wenn am besten so ist, weil das Papier ist von DekoTime und auch die Stifte sind von DekoTime. Und da war eigentlich mein Gedanke, dass das normal gut harmonieren müsste. Ich hole jetzt schnell noch ein anderes Aquarellpapier, nur um zu vergleichen, ob es jetzt an den Stiften liegt oder am Papier. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt zwei unterschiedliche Aquarellpapiere noch geholt. Das eine hat 200 Gramm und das andere 220. Und da werden wir jetzt sehen, das ist übrigens beides mittlerer Preis, jetzt nicht total teuer, aber auf alle Fälle preisintensiver wie das von Action. Und hier werde ich jetzt auf beiden wieder mit diesem Rot mal schauen, ob es besser geht. Das ist jetzt das mit 200 Gramm. Also es geht hier jetzt auch nicht besser auf dem. Probiere ich noch das andere. Nein. Nein, nein, nein. Vielleicht, wenn man das mehr so. Nee. Also überzeugt mich jetzt nicht. Von daher würde ich jetzt auch sagen, weil das jetzt nicht unbedingt schlechte Papiere sind, dass es definitiv nicht am Papier von Action liegt, sondern an den Stiften selbst. Was ich jetzt schon schade finde, aber gut, das war jetzt eine Momentaufnahme. Vielleicht verhält sich das beim Zeichnen dann ja völlig anders. Ich hoffe es zumindest. Ich werde jetzt meine Skizze vorbereiten. Ja, jetzt geht der Geschirrspüler wieder los. So ist das Leben. Ich bekomme den Radiergummi nicht auf. Knetradiergummi, übrigens kann ich nur empfehlen, ja? Tolle Sache. Tolle Sache. Ja, ich werde jetzt hier ein bisschen die Bleistiftlinien verschwinden lassen und dann loslegen mit den Stiften und hoffen, dass ich am Ende doch noch zufrieden sein kann. Mein Fazit gibt es natürlich wieder am Ende. Kleines Zwischenfazit. Ich habe mich jetzt bei der Pilzkappe dafür entschieden, sie nicht fliegenpilzmäßig zu machen. Mein Gedanke war so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also die Farben schichten und so Schatten und Licht ein bisschen herauszuholen, so als würde die Sonne auf dem Pilz scheinen, so hier heller lassen und rundherum etwas dunkler. Habe jetzt mit Rot, Orange, zwei Braun und einem Gelbton gearbeitet. Mit diesen. Ja, was soll ich sagen? Es ist Aquarellpapier. Hat viel Struktur. Ist immer nicht so einfach jetzt.
Aquarellierbar, ja, also in den großen Bohren ging dann schon ein bisschen Farbe rein. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Kann man schon sehen, oder? Aber es ist halt jetzt nicht so eine smooth Geschichte, wie man sich das wünscht. Die Stifte an sich, ja, ich glaube, es liegt auch an der Mischung zwischen Papier und Stiften, dass das mit dem Layern nicht so gut funktioniert. Ja, also ich kann jetzt schon sagen, wenn du dir die Stifte holen möchtest, weil sie wasservermalbar sind, würde ich es eher sein lassen. Also man hat ja auch vorher bei den Swatches gesehen, dass der Effekt jetzt nicht unbedingt gegeben ist. Direkt im Malen eines Bildes ist es okay. Es ist jetzt nicht perfekt. Ich meine, ich habe jetzt auch echt relativ mit wenig Wasser hier gearbeitet und das Papier wölbt sich doch schon relativ stark, für das ich nicht so viel Wasser verwendet habe. Also ja, das zum Papier nochmal vielleicht. Ja, ich bin jetzt vom Ergebnis nicht so ganz überzeugt. Ich werde das Bild auf alle Fälle fertig malen. Und dann sehen wir uns zu einem endgültigen Fazit vielleicht. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht ergibt sich noch im Ausmalen des Bildes irgendwie doch noch was, dass die Stifte ganz okay sind. Wir werden sehen. Weiter geht's. Jetzt fertig. Ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden damit. Mir gefällt es eigentlich recht gut. Ja, ich muss auch dazu sagen, je länger ich an diesem Bild mit den Stiften gemalt habe, je besser fand ich sie eigentlich. Also, ich möchte fast sagen, ich habe mich der Qualität der Stifte angepasst, sozusagen. Anfangs war es noch ein bisschen schwierig für mich, aber dann nach einer Zeit fand ich sie gar nicht mehr so schlecht wie anfangs. Ich finde auch, das Bild ist gut gelungen. Also ich habe sicher schon schlechtere Arbeiten abgeliefert. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, für das es jetzt ja keine Profi-Buntstifte waren. So, mein Fazit. Was ist gut an den Stiften? Was ich wirklich toll finde, ist diese Dreikantform. Damit rollen sie einfach nicht weg. Das finde ich einfach total praktisch. Dass sie hinten gedippt sind, finde ich super, weil die Mine dadurch geschützt ist. Ich muss auch sagen, egal wie oft ich jetzt die Stifte gespitzt habe beim Zeichnen, mir ist kein einziges Mal einer abgebrochen. Das Holz ist durchweg auch nicht schlecht. Der Sitz der Mine ist auch okay. Von daher, und ich finde auch wirklich toll, dass die Farbnummer draufsteht. Die Lackierung hinten entspricht nicht der tatsächlichen Farbe. Von daher würde ich schon empfehlen, sich eine Farbkarte damit zu machen. Beziehungsweise, bevor man den Stift benutzt, ihn zu testen. Ja. Was mir aufgefallen ist, dass sie beim Zeichnen schon etwas mehr abbröseln, also die Mine abbröselt. Das ist nicht so schön, aber ist noch okay. Also ich hatte schon Stifte, die haben gleich viel oder mehr gekostet, da war das auch nicht besser. Die Mine selbst finde ich, butterweich ist sie nicht, aber steinhart ist sie auch nicht. Ja, zum
Layern sind sie jetzt nicht die einfachsten, aber es funktioniert mit ihnen. Man kann mit ihnen auch layern. Man kann auch Farbverläufe erzeugen, wenn man sich Mühe gibt. Zum Zeichnen an sich finde ich sie jetzt nicht schlecht. Vielleicht auch gerade, wenn man jetzt Anfänger ist, nicht so viel Geld ausgeben will oder momentan eben das Budget nicht hat, kann man die ruhig kaufen, finde ich. Ja, also ich habe jetzt ja auch auf Aquarellpapier gemalt. Wahrscheinlich, ja, das ist jetzt auch schwierig. Auf einem normalen Zeichenpapier verhalten sie sich sicher wieder anders. Zum Layern möchte ich noch sagen, es kommt natürlich der Moment, wo es vorbei ist mit dem Schichten. Aber man kann es mit ihnen machen. Auf jeden Fall. Zum Aquarelleffekt. In einer Zeichnung, so wie hier jetzt da, kann man damit schon ein bisschen weiche Übergänge schaffen. Aber so richtig Aquarell auf gar keinen Fall. Also das nicht. Also zumindest habe ich nicht aus den Stiften rausholen können. Aber wie gesagt, für leichte Übergänge und weiche Farbverläufe funktioniert es mit Wasser schon. Ja, wie gesagt, am Ende fand ich es jetzt gar nicht so schlecht. Ich hatte irgendwie dann schon direkt Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Und für den Preis sind sie wirklich okay. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Und mein Produkttest mit den Action-Buntstiften. Freue mich natürlich riesig, wenn es dir gefallen hat, dass du mir einen Daumen hoch gibst. Und wenn du mehr meiner Videos sehen willst, ja, na klar, dann freue ich mich auch, wenn du mich abonnierst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.